Da begrüße ich Sie auch dann nochmal ganz herzlich zum Weekly Business Lifehack Nummer 19, Business Events. Wie Dynamics 365 auf Geschäftsereignisse reagieren kann. Zusammengefasst, ein Geschäftsereignis ist etwas, was in Ihrem Unternehmen auftritt und was Sie dann in Ihrem ERP-System abbilden möchten. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier die Liste aller Debitoren. Jetzt können wir natürlich die unterschiedlichsten Geschäftsereignisse anhand der Debitoren sehen. Wir schauen mal in die Liste der Geschäftsereigniskataloge. Das sind von Microsoft vordefinierte und zur Verfügung gestellte Ereignisse, die dann konfiguriert und ausgewertet werden können. Ein oder zwei Beispiele erstmal. Ich habe hier einen markiert, darum geht es. Wenn ein Benutzer ein Mahnschreiben erstellt, was soll dann passieren? Beispiel, eine Benachrichtigung soll erstellt werden, ein Ausdruck soll erfolgen, eine E-Mail soll generiert werden. Wir gehen mal weiter und schauen uns nochmal zwei, drei andere Themen an. Wir haben auch das Thema Bestellungen. Bestellungen bestätigt. Hier rechts kann man sehr gut und umfangreich dann sich einlesen, wann so ein Ereignis im ERP-System überhaupt auftreten kann. Hier steht zum Beispiel, wenn von einem Kreditor eine Bestellung bestätigt wird. Aber man sieht auch schon mal ein bisschen detaillierter, ist zum Beispiel ein Intercompany-Szenario aufgeführt und dort dann die Bestätigung automatisiert eingerichtet ist, dann tritt dieses Geschäftsereignis auch auf. Ein dritter Fall ist, ein Kreditorenzusammenarbeit, unser Kreditorenportal ist bei Ihnen aktiv. In dem Fall kann dieses Ereignis auch eintreten, wenn zum Beispiel der Kreditor diese Bestellung dort platziert und Sie diese Bestellung bestätigen, entweder manuell oder automatisiert. Wir haben auch ein Beispiel für Sie vorbereitet. Das möchte ich Ihnen auch gleich nochmal zeigen. Das Beispiel sieht folgendermaßen aus. Wir werden jetzt gleich an einem Debitor ein Feld ändern, eine Debitorengruppe ändern. Sie wissen ja, bei den Debitoren sind die Debitorengruppen eines der wichtigsten Felder, weil die sehr viel steuern. Und mein Beispiel Geschäftsereignis ist, an diesem einen Debitor ändert sich die Debitorengruppe. Jetzt können wir mal schauen, finden wir dazu ein passendes, schon mal vorgefertigtes Geschäftsereignis hier in dieser Liste? Wir haben schon mal im Vorfeld durchgeschaut. Nein, für den Fall gibt es nichts. Was es aber gibt, sind sogenannte allgemeine Warnungen, die Sie selbst konfigurieren können, die dann als ein Geschäftsereignis getriggert werden können. Ich habe auch bei den Debitoren genauso eine Warnregel konfiguriert. Übrigens, die Warnregeln hatten wir in auch einem unserer Business Lifehacks schon mal vorgestellt. Ich mache hier mal ein Beispiel. Ich suche mal nach Cosmo Consult SI und werde an diesen Debitoren hier die Debitorengruppe ändern. Sie sehen, wenn ich die Debitorengruppe ändere, werden natürlich noch einige andere Programmpunkte noch mit ausgeführt. Hier würden zum Beispiel auch Dimensionswerte nochmal geändert werden. Ich speichere mal. So, jetzt habe ich an diesem Datensatz ein Ereignis rausgeführt. Mein Ereignis ist hier bei den Warnungen hinterlegt und dort sehe ich, Feld Debitorengruppe in der Tabelle Debitoren ist geändert. Diese Standardwarnung ist jetzt aber mit einem kleinen Häkchen versehen. Das bedeutet, sobald diese Warnung vom System initiiert, ausgeführt und gemeldet ist, soll aber auch diese Warnung auch an externe Systeme zur Auswertung zum Ereignis weitergesendet werden können. Genau das nutzen wir jetzt in diesem Beispiel. Ich gehe nochmal eins zurück. Sie sehen auch hier schon oben die Warnung. Achtung, Feld Debitorengruppentabelle Debitoren wurde geändert. Das ist jetzt also unser Standard Warnung und diese Standard Warnung kann ich jetzt auswerten. Ich kann sie zum Beispiel in Power Apps, in Microsoft Flows auswerten. Dazu habe ich auch ein Beispiel Ihnen vorbereitet. Das ist relativ einfach ausgebaut. Im ersten Schritt habe ich zusammengeklickt. In dieser Umgebung soll, wenn eine Warnung austritt, das als Ereignis definiert werden. Jede Warnung
jedes Ereignis ist im Prinzip eine Nachricht, eine Textnachricht, und die wandle ich hier im nächsten Schritt durch bestimmte Klickfolgen in eine lesbare Form um. Und sobald ich diese Nachricht lesbar machen kann, sprich mit Feldern und Daten auswerten kann, kann ich hier sauber durch Klicken konfigurieren, dass, wenn ich in der Tabelle Kunde das Feld Debitorengruppe sich geändert hat, dann soll genau das hier unten passieren, nämlich bei welchem Kunden hat sich jetzt genau die Debitorengruppe geändert. Mit dieser Box suche ich jetzt explizit den Kunden raus. Und jetzt kommt eigentlich das Kernstück. Was will ich machen, wenn sich eine Debitorengruppe bei einem Kunden geändert hat? Ich möchte diesen Kunden erstmal sperren. Das mache ich auch hier, indem ich hier mit relativ wenig Aufwand mir diesen Datensatz so umklicke, so umändere. Da war es eben Rechnungsstellung und Lieferung gesperrt. Das heißt, ich setze an diesem Datensatz das Feld für Rechnungsstellung und Lieferung gesperrt von nicht gesperrt auf für alles gesperrt. Das ist eigentlich auch schon die Ausführung dieses Geschäftsereignisses und die Reaktion drauf. Ich sehe hier auch sehr gut, wenn sich so ein Ereignis erfolgreich bis zum Ende durchgeführt hat und hier vor einer Minute mit einer Dauer von 4 Sekunden wurde tatsächlich dieser Datensatz jetzt geändert. Was erwarte ich jetzt als Ergebnis? Ich sehe hier in der Liste der gesperrten Debitoren tatsächlich meinen Debitor, den ich am Anfang über die Debitorengruppe geändert hat und D365 im Hintergrund sich somit für die Rechnungsstellung und Lieferung diesen Datensatz gesperrt hat. Das war jetzt ein ganz simples, einfaches Beispiel für ein mögliches Geschäftsereignis, was man hier im System konfigurieren kann. Wenn Sie da noch Fragen haben oder sich bestimmte Geschäftsereignisse, sagen wir mal, sich schon mal in Ihrem Kopf befinden, was Sie gerne umgesetzt haben möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir können da definitiv noch Ihnen Tipps geben, wie Sie, sagen wir mal, so ein Geschäftsereignis definieren, umsetzen und bei Ihnen dann implementieren können. Und die Möglichkeiten, die sich mit diesem System, mit diesem Framework ergeben, sind natürlich im ersten Schritt, sagen wir mal, sehr viel, sehr groß. Sie können auf verschiedene Vorgehensweisen, auf verschiedene Aktionen, die Sie im System machen, ERP-System darauf trimmen, dass dort bestimmte Automatismen, Sicherungen, Warnungen und weitere Aktionen ausgeführt werden können. Ich bedanke mich nochmal und wünsche Ihnen noch eine schöne und erfolgreiche Woche.